Ihr seid auf der Suche nach einem alltagstauglichen Geländewagen? Da haben wir hier genau das Richtige für euch. Und zwar ein Kia Sportage oder Sportage, wie andere auch aussprechen. Das Auto, das hat jetzt die Erstzulassung aus 10/2017, hat jetzt knapp 62.200 Kilometer gelaufen. Das ist ein Benziner Automatik, 1,6er, mit 130 kW, dementsprechend 177 PS. Das ist ein Automatikgetriebe. Ja, was zeichnet unseren Sportage jetzt aus? Das ist einmal die GT-Line-Version, also sportlich, ein bisschen bulligeres Auto. Unser Sportage hat jetzt schon die Xenon-Scheinwerfer. Wer es kennt, sieht man hier einmal die Nebelscheinwerfer in vier Linsen geteilt. Wir haben Parksensoren vorne, Parksensoren hinten und auch die Rückfahrkamera. Dann komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wenn ihr die Seite seht, das Auto steht jetzt aktuell auf Sommerreifen, schön großen Alus. Wir haben zu dem Auto auch noch Winterräder, auch auf Alufelgen. Das Auto ist auch nochmal zusätzlich zu einem großen SUV, ist das natürlich immer gut, ein Allrad. Einfach bei Bedarf umschalten. Wir haben eine schlüssellose Zentralverriegelung mit dabei, Schlüssel nur noch dabei haben, draufdrücken, schließt das Auto ab. Nochmal drauf drücken, schließt das Auto auf. Genau. Wir haben rundum eine Wärmeschutzverglasung, damit sich das Auto im Sommer nicht so doll aufheizt. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber da kommen wir gleich nochmal im Innenraum drauf zurück. Wir haben ein sehr, sehr großes Panoramaglasdach. Sieht sehr, sehr schick aus. Einfach macht den Innenraum ein bisschen heller. Die GTE-Version hat viele schwarze Akzente auch im Innenraum und dadurch lässt das Auto das nochmal so ein bisschen freundlicher wirken. Doppelauspuffanlage, typisch für den GT-Line. Hier haben wir auch nochmal das Emblem. Parksensoren hinten, Rückfahrkamera über dem Kennzeichen. Wie ihr sehen könnt, in einem schicken Schwarz, passend einfach, wie ich finde, zu einem sportlichen Auto. Aber ich würde mal sagen, kommt gerne mal mit rein, dann zeige ich euch da nochmal die Highlights und was euch da noch so erwartet. So, herzlich willkommen im Innenraum von dem Sportage oder Sportage. Wie ihr seht, ein riesen Panoramaglasdach. Das Auto ist, wenn ihr den Himmel sonst seht, natürlich dunkel gehalten. Wir haben Volledersitze. Das Armaturenbrett ist dunkel. Ist natürlich einfach ziemlich dunkel, aber durch das Glasdach kommt dann nochmal extra Licht ins Auto. Und dann sieht das natürlich gleich wieder ein bisschen freundlicher aus. Ja, wir haben das GT-Line Lenkrad, Lederlenkrad, Multifunktion mit Freisprechanrichtungen, diverse Knöpfe für Radio, für den Bordcomputer, für das Tempomat. Wir haben hier auch noch die Schaltwippen für sportliche Fahren mit dabei. Über den Bildschirm sieht man dann zum Beispiel auch das Bild von der Rückfahrkamera. Das Navi haben wir da mit dabei und natürlich Radio und wenn man jetzt über Bluetooth sein Handy verbindet. Ja, Klima, Automatik. Wir haben auch noch Sitzheizung der beiden vorderen Sitze und auch der beiden hinteren Sitze außen und auch die Lenkradheizung mit dabei. Hier natürlich Wahlhebel für das Automatikgetriebe und hier ein paar Knöpfe in Richtung Parksensoren, Drive Modes und auch wo man dann das Allrad dazu oder abschalten kann. Ja, ein sehr gepflegtes, schönes Auto. Man hat sehr viel Platz. Wenn ihr auf der Suche seid nach so einem SUV, sehr gepflegt, sehr schönes Auto, dann sprecht uns gerne an. Wenn ihr Fragen habt in Richtung Versicherung, Finanzierung, helfen wir euch da gerne weiter. Wenn ihr eine Probefahrt machen wollt, das Auto wirklich mal live erleben wollt, sprecht uns an, macht einen Termin. Auch unter Corona-Bedingungen kriegen wir das irgendwie hin. Und dann würde ich sagen, wir warten auf euren Anruf und vielen Dank für eure Geduld und eure Zeit. Bis dahin.